Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von IOWOKI GAMERS. Und heute werden wir Gaming zurückhaben und halt nochmal ein Interview mit ihm zu machen, wenn wir noch so viele special Fragen von euch an ihn haben. Wir haben ja in der vorletzten Folge, haben wir ja nochmal einen zweiten Teil von dem XXL-Fragen-Interview mit der IOWOKI GAMERS-Familie gemacht. Und jetzt werden wir einfach mal Gamy anrufen und das gleiche mit ihm halt eben auch nochmal machen. Halt, weil wir haben noch so viele Fragen von euch an ihn, die halt noch gestellt wurden, die noch ausstehen. Halt, es gibt noch so viele Sachen und deswegen würde ich sagen, rufen wir Gamy auch direkt mal an, Leute. So, okay, Leute, hier ist die Nummer. Klicken wir mal drauf und Leute anrufen. Okay. Das ist wild. Was ist das denn da? Okay, alles mal lieber hier schnell. Na gut. Gamy, hallo? Hallo Jungs, das wollte ich. Also ich habe gerade einen Moment ganz anderes Leben. Ich bin halt gerade echt beschäftigt. Du kannst gerade nicht, das gerade anderes Leben, okay? Ja, ich kann gerade nicht. Also ich habe gerade extrem Hunger. Also wenn Hunger, ich müsste halt okay, aber vorher was essen, ja, müsste ich mit sowas nicht stellen, du, wenn ich kommen, soll. Oder ich jetzt sagen, oder wir könnten ja was zu essen machen oder halt bestellen. Ja, also so ein Tee und eine Pizza würde halt schon reichen. Würden dir auch reichen? Ja, okay, also ja, das kein Problem, das lässt sich natürlich alles einrichten, ja. Also kommst du dann gleich? Ja, du kommst, ja, also hier im Hauptquartier gibt es halt wirklich alles zu essen, halt Tee, halt Pizza, also hier ist das Hauptquartier, hier gibt es wirklich alles halt, was dein Herz begehrt, ja, okay. Gamy, du kommst, ja, okay, gut, dann bis gleich, so, stopp, Gamy. Okay, Gamy wird jetzt vorbeikommen, wir haben ihn angerufen. Wir müssen halt davor noch was zu essen bestellen, irgendeine Pizza halt, irgendwas oder ja, irgend halt so eine Pizza halt, wenn dann in die Richtung und halt als Getränk halt einen Tee, okay. Und, ich glaube, Gamy ist schon da, es hat gerade schon geklopft, okay, machen wir direkt mal auf und Gamy, was geht? Verpiss dich, fass mich nicht an. Ey, Gamy, hallo, was ist mit dir los, ey? Ey, nix, Gamy, was ist mit dir los? Ich hab einfach keinen Bock mehr auf diese Filme, alles, mir reicht's. Gamy. Was ist mit dir eigentlich? Lass doch mal Gamy. Ey, also, verschwindet, Gamy, ein bisschen Abstand, hab ich doch gesagt, Mann! Ja, Leute, was ist mit Gamy los? Der tritt ja völlig im Rand, der ist völlig geisteskrank, aber Leute. Weil Leute, wir dürfen Gamy nicht verlieren. Wenn ihr auch nicht wollt, dass wir Gamy verlieren, dann lässt jetzt mal einen Daumen nach oben, dann der hat keinen Bock mehr. Ey, aber Leute, was könnte man dagegen machen? Wir müssen ihn irgendwie zurückbekommen, also irgendwie zurück auf unsere Seite holen. Oh Mann, Leute, weil vorher haben wir noch mit Gamy die 50 Abonnenten gefeiert, Leute. Folgt mir auch gerne mal auf Instagram. Abonniert diesen Kanal. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nochmal zu Gamy halt zurück und versuchen ihn ein bisschen zu beruhigen. Ja, Alter, Gamy, was ist los? Ja, los, ist nimm das, los ist. Los, hier, nimm das, was verpisst ist. Das habt ihr alles verdient, los. Und hier noch der Gürtel, hier, frisst das mit dir. Oh, schnell weg, Alter. Gamy. Ich hab völlig Lust, der hat gerade versucht, mich mit dem Gürtel zu schlagen. Oh Leute, habt ihr das gemerkt? Gamy hat gerade ernsthaft versucht, mich mit dem Gürtel zu schlagen. Alter, Gamy, der ist doch komplett geisteskrank. Der ist doch komplett durchgedreht. Alter, Leute, das ist bei dem Lust. Die wird wohl echt zur Diva, wenn es kein Essen gibt. Ey, Mann, Leute. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Wir müssen irgendwie jetzt, glaube ich, nach oben gehen. Ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt auch mal irgendwie nach oben, Leute. Und dann müssen wir uns am besten verstecken, Leute. Das geht dir hier mal echt weg. Der ist hier wirklich völlig irre. Ey, Leute, ich würde sagen, wir gehen mal hier in das Zimmer rein. Okay, und dann müssen wir uns hier verstecken, solange das Game wieder normal geworden ist. Es hat geklingelt. Ey, wenn das jetzt jemand ist, den ich nicht kenne, ey, ich schwör, dann scheppert's gleich so richtig, okay? Ah, okay, ist die Pizza, das geht ja noch, okay? Holen wir die mal rein und hier, Pizza Salami. Ist ja mal eine gute Wahl. Okay, machen wir die mal auf und was ist da drin? Warte, nur noch 5 Stücke. Ey, das ist aber wirklich ganz schön wenig für so eine Familie Pizza, ey. Also, jetzt reicht es. Jetzt reicht es wirklich. Also jetzt, das ist schön, echt, die wollen mich da wohl verarschen. Ey, einfach auf 5 Stück, ey, also das ist jetzt echt zu wenig. Haben die mir das schon weggefressen oder was? Ey, dann sagen die, du willst dein Essen für mich und fressen schon die Hälfte weg und lassen mir möglichst nur noch 5 Stück übrig. Ey, jetzt reicht's. Nevio,
Nebio, ich komme, ey, wenn ich dich finde, ich schlag mich jetzt sowas von zusammen. Nebio, komm jetzt her! Wir müssen schnell weg. Okay, der geht in diese Abstellkammer da rein. Okay, Leute, gut, sie haben es gesehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch schnell wieder nach unten. Oh mein Gott, Leute, bevor der sieht so besser. Ja, schnell ganz nach unten. So, Leute, okay, da sind wir jetzt ganz unten. Okay, Leute, oder sollen wir nach draußen gehen oder ne? Besser nicht, das ist viel zu. Halt, wir gehen besser hier rein, oder? Ist die Tür draußen noch offen? Ich hab die doch zugemacht. Oder oh nein, oder nicht. Ich glaube, die müssen noch offen sein. Dann denkt ihr vielleicht, wir werden rausgegangen und wenn er dann auch rauskommt, dann können wir ihn draußen aussperren. Dann sperren wir ihn da draußen aus, solange bis er sich beruhigt hat. Okay, Leute, er kommt auch schon. Okay, Leute, gut, ich glaube, er ist draußen verletzt. Leute, ich werde die Tür draußen zu machen. Okay. Sehr gut, Leute, ist zu. Ah, Gamey, ja. Guck mal, Gamey hier drin, selber schuld, dass du jetzt ausgesperrt wurdest. Mann, Gamey, nein, du kommst jetzt hier erstmal nicht mehr rein. Ah, Mann, Leute, das Gamey ist ja dumm, oder? Ah, Mann. Gamey, oder warte, Gamey, guck mal. Haha, verarscht. Ja, also, Gamey, du bleibst jetzt erstmal hier draußen. Also, Gamey, bisschen beruhigen. Bis du dich jetzt hier beruhigt hast, bleibst du jetzt draußen. Ey, nein. So, Gamey, nein, du kommst hier nicht rein. So. Okay, ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt auch mal hier aus dem Bad raus. Ich jetzt, so, Gamey lassen wir jetzt hier mal noch draußen, solange bis der sich beruhigt hat. So, okay, Leute, und Badezimmertür wieder zu. Jetzt müssen wir irgendwo in die Küche gehen. Ja, Leute, hier ist hoffentlich ein bisschen weniger Musik. So, Leute, jetzt müssen wir hier nochmal dem Kind gehen, Leute. Wir brauchen dringend eine Idee, wie wir Gamey jetzt vielleicht irgendwie zur Vernunft bekommen können. Keine Ahnung, aber vielleicht ist Gamey ja auch einfach nur falsch aufgestanden und morgen ist das wieder vorbei. Dann lassen wir den da bis morgen da draußen. Und dann, Leute, ja, was könnte noch sein halt? Und ich würde sagen, wir lesen jetzt mal eure Kommentare. So, und hier schreibt, Sophie schreibt, Gamey braucht eine Freundin. Dann ist sein Herz auch nicht mehr so verbittert. Stimmt, Sophie, da könntest du recht haben. Wir bräuchten vergebene Freunde, weil Ayurina hatte mir das Herz gebrochen. Und da Gamey halt keine Freundin hat, könnte es sein, dass Gameys Herz halt deswegen auch ebenso verbittert ist. Ja, eine gute Idee, muss ich sagen. Okay, hier ist noch ein zweiter Kommentar hier von Bastian Imbe. Ich schreibe hier, hol Gamey zurück zur Familie und Oki, sodass es keinen Streit gibt. Ja, okay, also, das sind jetzt hier so also die Kommentare, also, weil das irgendwie, wie wir Gamey vielleicht wieder beruhigen können, die Vernunft bekommen können, irgendwie Gamey halt eine Freundin suchen oder irgendwie halt, keine Ahnung, oder Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt halt nochmal zu Gamey nach draußen, machen ihn nochmal auf, vielleicht hat er sich ja beruhigt oder wir können ihn selber beruhigen, so, gehen wir jetzt mal zu Gamey und machen auf und so, Gamey, Leute, wo ist Gamey denn jetzt hin? Gamey ist weg, oh mein Gott, Leute, aber ich kann Gamey jetzt nicht suchen. Ich habe ja noch halt meinen Schlafanzug an und ich habe halt auch noch keine Socken an, keine Jacke. Also ich bin halt wirklich noch, also ich bin halt wirklich so null vorbereitet. Ich bin so null ausgestattet, Leute. Ich meine, Leute, wir müssten uns jetzt halt erstmal 10 Minuten vorbereiten, Leute. Gamey ist weg, jetzt müssen wir den suchen, ey, Leute. Das wird dann wohl die größte Game Master Suchaktion auf YouTube, oder wir suchen Game Master und dann kommt jetzt unser YouTuber zurück. Oh, Leute. Leute, wir müssen uns jetzt erstmal vorbereiten. Wir können den jetzt nicht einfach so suchen gehen. Leute, Mann, wir müssen irgendwie Schuhe anziehen oder irgendwas. Wir brauchen irgendeinen Plan. Mann, wo könnte der denn jetzt bloß hin verschwunden sein? Um diese Uhrzeit, es ist jetzt einfach 3 Uhr mittags. Mann, Leute, sagen, wir müssen uns jetzt irgendwie vorbereiten. Irgendwas, wir brauchen irgendeinen Plan noch davor. Das ist so 10 bis 20 bis 30 Minuten mit Anziehen planen. Halt alles müssen wir davor noch machen. Würde ich jetzt sagen, das machen wir jetzt auch bis zur nächsten Folge, Leute. Bis morgen.